Hallo, heute zeige ich euch, wie man ein Texture Pack einfügt bei Minecraft. Zuallererst braucht ihr WinRAR zum Entpacken der Dateien. Und zwar gibt es hier, ich stelle auch den Link in die Beschreibung des Videos. Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendeinen Computer habt, wie jetzt bei mir, das ist der Fall, ich habe eine 64-Bit-Version. Also Windows, das heißt Windows 7 64-Bit oder 32-Bit hat, downloadet sich das halt so, wie es braucht. Hier. Wenn man jetzt draufklickt, fängt das hier an zu downloaden, bei Google Chrome zumindest. So, dann habt ihr das. Dann guckt ihr entweder bei unter Computer, unter Downloads, dann müsste das hier irgendwo dabei sein. Dann zieht ihr das euch auf den Desktop. Ich habe das jetzt hier reingepackt. Dann sieht das ungefähr so hier aus, das wie dieses WinRAR. So, das schließen wir jetzt erstmal. Ihr braucht dann noch, wie gesagt, das downloadet ihr euch einfach. So, jetzt braucht ihr als zweites, braucht ihr noch das Texture Pack. Das schreibe ich, den Link schreibe ich auch in die Beschreibung. Sprich, ihr könnt ja einfach irgendwo euch welche downloaden, ist ja eigentlich relativ egal. Aber ich bevorzuge es einfach hier im Minecraft-Forum zu downloaden. Weil man halt hier einfach besser downloaden kann. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel, kann man sich hier das Minecraft, also das ist jetzt das Asia oder was weiß ich, was das ist. Hier, was euch am besten gefällt. Ich benutze eigentlich hier das Classic am meisten. Ich glaube, das ist Classic. Dann guckt ihr einfach hier. Moment. Dann steht hier alle Texture Packs für 1.1. Dann geht ihr hier drauf. Dann geht ihr hier auf adfly, also adf.li. Dann auf keinen Fall hier irgendwas anklicken von der Werbung. Nämlich die könnte gefährlich sein. Also jetzt, falls ihr es gesehen habt, hier oben ist gerade eine Zahl runtergelaufen von 5. Und dann drückt ihr hier auf Werbung überspringen. Dann habt ihr hier alles drin. Downloadet euch das einfach, was wir jetzt nicht machen. So. Wenn ihr dann das beides habt, Moment, ich mach's nochmal kurz. Huch. Mann. Dann zieht ihr das jetzt einfach mal auf den Desktop und ich habe jetzt gerade kein Texture-Pack. Was ich schade finde. Naja, ist egal. Ihr drückt auf jeden, also geht hier rauf, gebt ein Prozent App Data Prozent, drückt Enter. Dann seht ihr hier, ihr seid im Roaming Bereich. Und dann seht ihr hier, falls ihr Minecraft schon mal geöffnet habt, hier ist ein Ordner, der nennt sich Punkt Minecraft. Den klickt ihr an. Dann seht ihr hier Texture Packs, den öffnet ihr. Ich habe jetzt nur Misa drinne und dann zieht ihr hier, so wie euer Dings ist hier, zieht es rein. Aber Voraussetzung ist, ihr habt WinRAR. Zieht das einfach hier rein, das Texture Pack, nimmt sie drinne. Also ich kann es ja mal kurz zeigen. Wo haben wir es jetzt hier? Gerade nicht funktioniert, weiß nicht warum. Ist auch egal. So was falscher. Jedenfalls, ihr zieht das dann einfach von Desktop hier rein. Schließt das. Öffnet euer Minecraft. Ausführen. Dann loggt ihr euch ganz normal ein. Dann geht ihr hier auf Texturenpakete und dann seht ihr, hier drinnen ist dann euer Texturenpack. Ich empfehle für Leute, die nicht so einen guten Computer haben, sprich eine schlechte Grafikkarte, würde ich jetzt zum Beispiel nicht ein Texture Pack reinmachen. Zum Beispiel jetzt hier ein HD Texture Pack, wegen das nimmt richtig viel Speicher weg, was man eigentlich zum Spielen bräuchte. Okay, dann drückt ihr einfach das an und dann drückt ihr auf Fertig. Das, also bis das angeklickt ist, das dauert immer eine Weile. Und dann docken wir uns mal kurz hier ein. Und dann seht ihr hier die ganzen verschiedenen Texturen, wie es jedem gefällt. Mir gefällt das hier besonders, dieses Texture Pack.
Es war's soweit. Und wir sehen uns im nächsten Tutorial weiter. Bis bald.